Hallo liebe Skorpiongeborene, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Reading heute für den September. Ich lege los mit den Symbol- und Orakelkarten für eure Grundüberschrift. Wie immer könnt ihr auch die Legung zu eurem Aszendenten anschauen, der ab 42 relevant wird für neue Wesenszüge astrologisch gesehen. Bitte spürt immer mit, die Rollen können vertauscht sein, Mann, Frau, gleichgeschlechtliche Partnerschaften und wenn ihr während der Premiere mit dabei seid, kommt mit unten in den Superchat. Ich freue mich auf euch. Was will sich für die Skorpione im September zeigen? Wir haben die Moira, ja? Hier geht es darum, dass ihr in einem bestimmten Lebensbereich hart geworden seid. Auf diesem Weg dürft ihr lernen, ins Mitgefühl zu gehen, vielleicht auch in erster Linie mit euch selber. Und die Moira hat einen Faden in der Hand. Hier gilt es, zum Schöpfer des eigenen Lebens zu werden, den Faden in die Hand zu nehmen und weiter zu spinnen. Ja? Dann haben wir das Thema im Raum der Schuld. Fühlt ihr euch hier schuldig, weil ihr Opfer seid? Fühlt ihr euch schuldig, weil ihr Täter seid? Diese Karte ist ein Aufruf, in gesundes Handeln zu kommen und zum Schöpfer zu werden. Also Schöpfer ist hier gefragt, ja, mit der ersten und der zweiten Karte. Wohin führt das Ganze? Zum Jupiter. Zum Schützegeborenen. Hier dürft ihr euren inneren Therapeuten wieder wach küssen. Ja? Euer Inneres weiß immer ganz genau, was ihr zu tun habt und darauf könnt ihr euch verlassen. Jedenfalls dürft ihr genau das lernen. Hier ist es auch wichtig, nicht zum Hochstapler zu werden, in der Hinsicht, dass ihr meint, alles besser zu wissen als der Rest der Welt. Ja? Hochmut kommt vor dem Fall, also hier dürft ihr euch an die eigene Nase fassen. Wenn ihr gefragt werdet als Heiler oder als Ratgeber, dann ist das natürlich okay. Die Frage ist, ob ihr immer vorher schon euren Senf dazugebt. Ich soll es so sagen. Gut. Dann schauen wir uns wie immer mit den Zigeunerkarten eure Details an. Den Mittelpunkt der Legung macht die Fröhlichkeit. Im September dürft ihr in neue Leichtigkeit kommen, in neues Verliebtsein, in beschwingliche Zeiten. Ja? Und wir haben daneben das Kind und das Unglück auf dem Kopf. Werdet wie die Kinder. Dann wird sich das Unglück fast von alleine, von Gottes Hand auflösen, wenn ihr dem Schöpfer vertraut und zum Mitschöpfer werdet. Vielleicht sind hier auch innere Kindthemen angesprochen, die ihr hier heilen dürft. Ja? Vielleicht habt ihr auch euer Herz hier verschlossen, seid hart geworden, habt euch einen Panzer zugelegt. Ja? In Gedanken haben wir den Brief, die Kommunikation, den Austausch. Vielleicht geht es hier aber auch um bestimmte Verträge, Dokumente, Abmachungen. Ja? Vielleicht wollt ihr hier einen Neubeginn in einer Kommunikation starten, einen neuen Vertrag, ein neues Dokument in die Welt setzen. Vielleicht ist euch auch bewusst, dass das bei vielen Menschen Unbehagen auslösen kann mit dem Unglück, das sie hier liegen haben. Dann bitte seid mutig und macht es trotzdem. Stellt euch dieser Herausforderung, auch wenn ihr zum Täter erklärt werdet oder zum Schuldigen erklärt werdet. Im Unterbewusstsein haben wir das Haus. Hier kann es um eure Stabilität gehen, um eure Wurzeln, um eure Herkunftsfamilie. Vielleicht geht es hier um eine Urwunde aus eurer Kindheit, aus eurer Ursprungsfamilie, die euch regelrecht dahin führt, zu neuer Leichtigkeit. Ja? Es kann natürlich auch um eure Firma gehen, um euren Wohnplatz, um stabile Verbindungen, die euch jetzt wichtig sind. Also, dass die Stabilität haben.
In der Vergangenheit ging es um die Eifersucht. Da wart ihr vielleicht unsicher oder andere Menschen waren euch neidisch für bestimmte Qualitäten. Es kann auch um Dreiecks-Vierecks-Konstellationen gehen, um Beobachtungen. Ja? Und wir haben in der nächsten Zukunft die Beständigkeit. Hier kann es sehr stark um berufliche Weiterentwicklung gehen. Ja? Es kann auch sein, dass eure Firma momentan in Umschwung ist oder euer Posten vielleicht in Umschwung ist. Es kann auch um beständige Wohnorte gehen oder wie gesagt um stabile Verbindungen. Die sind dann meist nicht so prickelnd, aber dafür haben sie Standhaftigkeit zu bieten. Aber es gibt auch immer sowohl als auch nicht zu vergessen. Es geht mit Sicherheit um etwas Geld. Also hier darf Mangelbewusstsein ausgeräumt werden, das vielleicht aus eurer Ursprungsfamilie kommt. Dann gilt es an eurem Mindset zu arbeiten. Es kann aber auch sein, dass ihr berufstechnisch momentan oder im September weniger verdient. Denn im Umfeld haben wir den Dieb. Vielleicht will euch hier jemand an die Taschen, kommt mir hier rein. Ich weiß nicht, wieso ich das sage. Also, vielleicht ist euer Umfeld nicht gut auf euch zu sprechen. Vielleicht habt ihr es auch sehr stark mit Energieschmarotzern zu tun, die das Geld nicht rausrücken wollen und vielleicht ist deswegen eure Firma gefährdet oder euer Wohnplatz. Das kann hier auch sein, ja. Und wenn ihr es mit Energieschmarotzern zu tun habt, dann kann von einer stabilen Verbindung sowieso nicht die Rede sein. Wenn das der Fall ist, ist es eure Aufgabe, gesunde Grenzen zu setzen, weder Opfer zu sein noch Täter, sondern Schöpfer. Wie handelt ihr als Schöpfer? Hat eine neue Energie und erfordert eine neue Bewusstseinsebene. Hoffnung oder Befürchtung ist die Geliebte. Hier geht es vielleicht um Liebesbotschaften, um Austausch in der Partnerschaft. Ja, das kann hier auch sein. Jedenfalls geht es um eine weibliche Person. Und der Ausgang ist die Reise auf dem Kopf, die Finanzen auf dem Kopf und der Offizier. Ja. Also hier geht es vielleicht um eine Reise, um einen Auszug, ums Auswandern, das bestimmte Finanzen erfordert. Aber ihr wollt jetzt hier auch Richtung großes Geld, nicht mal nur mal kleines Geld. Vielleicht wollt ihr hier in die Selbstständigkeit gehen. Vielleicht wollt ihr eure Selbstständigkeit aufmöbeln, dann gilt es mit dem Offizier erstmals eure Werte kennenzulernen und die klar nach außen zu verteidigen oder einfach klarzustellen. Ja? Und es kann natürlich auch um eine Behörde gehen, um eine machtvolle Person, mit der ihr es hier zu tun habt. Ja? Wir haben ja hier die Dokumente, vielleicht habt ihr auch um bestimmte finanzielle Unterstützung angesucht. Ja? Und wir haben unter dem Deck die unverhoffte Freude auf dem Kopf. Vielleicht kommt euch hier ein bestimmter Geistesblitz, vielleicht ein Mega-Angebot, das euch alles auf den Kopf stellt. Oder ihr vertraut dieser Eingebung, die ihr hier vom Leben bekommt, nicht so richtig, weil es vielleicht grundlegend neue Wege sind, die euch das Leben hier auffordert zu beschreiten. Ich ziehe euch jetzt aus dem Engelorakel von Susanne Hü noch einen finalen Begleiter, der wäre der Engel der Sonne. Ich glaube, das hatten wir auch schon bei den Zwillingsgeborenen. Das ist der Inkarnationsengel, der euch bei eurer Lebensaufgabe in diesem Leben begleitet. Er ist sehr erfolgsversprechend und lasst hier euer Licht strahlen und stellt euch nicht mehr unter den Scheffel, denn ihr seid keine Opfer. Ja?
Und auf diesem Wege wünsche ich euch wie immer sehr viel Erfolg, der euch ja schon vorausgesagt ist für September. Hoffe, meine Worte konnten euch inspirieren. Danke euch wie immer für jeden Daumen hoch, für jedes neue Abo, das angeht, für alle lieben Kommentare, die ihr mir hinterlasst, für private Legungen und freiwillige Spenden. Findet ihr alle Infos wie immer unten in der Box. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit euch. Alles Liebe, eure Sandra.